Hallo, ich bin Jasmin von neusiv.de und bin hier gerade bei der Millantor Gallery und treffe mich gleich mit Kehle aus Hamburg und schnack mit ihnen ein bisschen über ihr neues Album, über ihre erste Tour, die sie gemacht haben und vieles mehr. Schaut mal rein. Ich sitze hier gerade in der Millantor Gallery mit Kehle und einer fehlt jetzt leider, aber ich würde sagen, die Jungs stellen sich einfach alle mal einmal kurz vor, bitte. Ich bin Freddy und spiele Bass bei Kehle. Ich bin Fabi, ich singe. Ich bin Paddy, ich spiele Gitarre. Ich bin Alex und ich spiele die andere Gitarre. Sehr schön. So, zu Kehle ist ja, also ihr seid ja irgendwie förmlich aus dem Nichts gekommen. Ihr habt irgendwie Anfang des Jahres so einen Teaser rausgehauen und jetzt lacht ihr schon alle so. Jetzt könnt ihr vielleicht einmal bitte, so wie ihr zusammengefunden habt oder diese ganze Geschichte, wie das zustande gekommen ist, einmal erklären. Das fände ich dann sehr interessant. Wie viel Zeit haben wir? Macht es so kurz wie möglich. Ja, also wir kommen alle aus dem gleichen Umkreis. Eigentlich so alle aus dem Raum Hamburg, Stade so die Ecke und kennen uns schon eine ganze Weile eigentlich, weil wir uns halt einfach in der gleichen Gegend rumgetrieben haben und das war halt Provinz und Dorf und da gab es nicht so viele Leute, die Musik machen, deswegen kannte man sich irgendwie. Und ja, wir haben uns jetzt zusammengefunden, um das zu machen, was wir jetzt machen und da haben wir Bock drauf. Und okay. Deswegen sind wir so in der Konstellation jetzt zusammen. Okay, aber die Geschichte jetzt mit dem Teaser zum Beispiel, den ihr halt irgendwie, als man noch überhaupt nichts von euch kannte, was steckt da dahinter? Vielleicht du mal, Paddy? Ja, wir haben halt Anfang 2016 irgendwie gesagt, wir machen jetzt Kehle. Und dann haben wir halt gesagt, so, wir gehen nicht gleich online, sondern machen erstmal Musik im stillen Kämmerlein, also im Proberaum. Und haben quasi alles darauf vorbereitet, dass wir am 1.1.2017 einen Teaser hochladen können. Und deswegen ging auch alles relativ schnell. Also wir haben das jetzt nicht innerhalb eines Monats gemacht, sondern wir hatten schon ein bisschen Vorlauf, aber da halt noch ein bisschen versteckt. Man muss halt dazu sagen, dass wir die Platte eben schon, die war halt im Kasten schon Ende 2016 dann. Und wir hatten halt Bock, vorher schon ein bisschen was rauszuhauen. Deswegen haben wir auch das Video wirklich, das sieht man vielleicht auch, alles selbst gemacht. Und DIY. DIY, ja, genau. Okay. Und deswegen kam das plötzlich, aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Alles klar. Ihr habt, wie gesagt, euer Album Gut und Dir draußen. Dann hattet ihr jetzt eure erste Tour. Wie sind denn so die ganzen Eindrücke für euch? Ich glaube, so eine erste Tour, wie es die erste Tour auch schon sagt vom Namen, ist irgendwie natürlich einzigartig. Und dementsprechend war es auch für uns was mega Besonderes, wie es wahrscheinlich auch für jede Band war, aber wir hatten super viel Spaß und alles ist, also ich würde fast sagen, es ist perfekt gelaufen, weil auch hier und da irgendwie ein paar Dinge passiert sind, die nicht so geil waren, aber es gehört einfach dazu und haben mega viel gelacht, derbe viel Spaß gehabt und super Erfahrung. Haben sich auf der Tour dann schon irgendwie so Tourgesetze etabliert jetzt auf der ersten oder? Ein Gesetz war auf jeden Fall kein Bier vor 12. Das war natürlich nicht so schwer. Vor 12 Uhr mittags? Oder? Ja, vor 12 Uhr mittags. Das andere Gesetz war viel Bier nach 12 und Alex hält vor jedem Gegner Rede. Genau. Deswegen hat er auch einen Anzug an heute. Also ich bin hier nicht der Interviewer, so, aber Alex, warum hast du eigentlich einen Anzug an? Ja, also das irritiert natürlich jetzt. Das ist nicht meine Casual-Straßen-Klamotten. Ich muss gleich auf eine Hochzeit. Es kann auch sein, dass ich gleich einfach aufstehe und weggehe. Termin muss. Ja. Okay. Ja. Aber Ladies, es ist nicht seine Hochzeit, keine Sorge. Ja, man liest viel von Vergleichen so mit Captain Planet und Turbostart. Was sind denn so eure Vorbilder? Ich würde jetzt nicht fragen, mit wem ihr euch vergleichen wollt, aber wo zieht ihr eure Inspiration her? Ja, das ist ja schon nicht ganz falsch gegriffen. Ne? Also das sind schon Bands, die wir auf jeden Fall feiern, auch selbst und hören. So Captain Planet, Turbostart, geil, diese Spinne. Ja, voll geil. Captain Planet, Turbostart, Love A, so, das sind natürlich irgendwie, klar, Bands, die wir hören und die uns auch inspiriert haben. Ja, okay.
Ihr seid ja bei Rookie Records und habt da ein sehr gutes Label im Nacken, die ja auch Love A und Pesca und so machen. Wie seid ihr an die rangekommen oder sind die zu euch gekommen? Wie ist diese Zusammenarbeit entstanden? Wir haben irgendwie nach Hamburg, also als wir eine Platte gemacht haben, irgendwie überlegt haben, haben wir halt nach einer Handvoll Labels gesucht, die uns zu uns passen würden. Und da waren jetzt halt auch nicht die großen dabei, sondern so kleinere Labels. Und dann haben wir ganz klassisch über eine Bewerbungsmail, in Anführungszeichen, haben wir uns bei denen vorgestellt und sind jetzt tatsächlich bei Rookie die erste Band in 20 Jahren, die nicht über Vitamin B und Connection zu Rookie gekommen sind, sondern über Vorstellung und Kennenlernen. So, wie beim Vorstellungsgespräch. Quasi. Quasi. Schön. Dann mal so allgemein zu eurem Songwriting-Prozess. Wie ist so die Herangehensweise? Macht ihr das alles zusammen? Fängt einer alleine an? Wie sieht das bei euch aus? Also tatsächlich nicht so, wie es im Bilderbuch steht, glaube ich. Also wir sind nicht die Band, die sich zu fünft im Proberaum stellt und dann losspielt und dann entwickelt sich irgendwie was aus einem Jam oder so, sondern ich glaube, wir beschäftigen uns alle viel zu Hause auch allein damit und man bringt dann so eine Grundidee mit, trifft sich dann irgendwie entweder zu zweit, zu dritt, zu viert, wie auch immer und arbeitet das dann irgendwie aus. Also wir haben auch schon so Sachen gemacht, wie dass man sich zusammen irgendwie ein Ferienhaus nimmt, so an der Nordsee, Ostsee. Nordsee. Haben wir genau, Nordsee. In Ostfriesland und sich da irgendwie kurz mal einschließt für so ein Wochenende, um dann irgendwie so eine Handvoll Ideen da auszuarbeiten. Okay. glaubt ihr, dass man heutzutage als Band irgendwie mehr Wert auf Texte legen muss, um irgendwie einen Hintergrund zu schaffen? Oder also mehr als damals? Oder ist das egal? Also gerade ihr habt ja auch vorhin den Song gehabt hier über Grenzen. Ist ja auch schon sehr gesellschaftskritisch. Ja, sowas. Das ist auf gar keinen Fall egal. Also wenn man, also weiß ich nicht, also bei elektronischer Musik oder so, wo es keine Texte gibt, ist das vielleicht egal. Aber sonst sind Texte natürlich wichtig. Und wenn man was zu sagen hat, so, dann sollte man das auch sagen. Und wir das auch. Ich glaube, die Werte unterscheiden sich nicht wirklich von früher zu heute. Es ist vielleicht die Wahrnehmung von außen, die das vielleicht nicht mehr ganz, oder wo es vielleicht einen Unterschied gibt zu früher, keine Ahnung, aber ich denke mal, bei Künstlern und Musikern sollte schon, es ist halt gleichwertig, hochwertig so. Ja, bedeutet euch das denn viel, dass ihr heute bei der Millantor Gallery spielen dürft? Also gerade in dem Hinblick auf diese Geschichte, ja? Ja, klar, auf jeden Fall. Also wir haben das vorhin auf der Bühne gesagt, auch glaube ich. Also das Millantor ist halt ein besonderer Ort. So. Also wir sind Hamburger so und wir sind Fußballfans alle und wir sind auch St. Pauli-Anhänger. Und wir sind hier eh gern, um Fußball zu gucken, aber es ist auch einfach in der Hinsicht ein besonderer Ort, dass hier irgendwie Werte gelebt und vertreten werden, die uns am Herzen liegen und wichtig sind. So deswegen, ja, auf jeden Fall. Alles klar. Wenn ihr ein Konzert gespielt habt, ich habe das jetzt heute leider nicht von hinten gesehen, aber was ist das Erste, was ihr macht, wenn ihr von der Bühne runterkommt? Wir klatschen ab. Wir klatschen eigentlich im Normalfall klatschen wir ab und kommen erstmal. Viele sind so erstmal für sich und machen wir, wie wir es auch vor dem Auftritt machen, so eine kleine Runde. Und reflektieren kurz so, wie war es eigentlich? So und erstmal zur Ruhe kommen. Also ich glaube, der erste Gang ist meistens zum Kühlschrank. Und zur Zigarette. Ja, irgendwie der Klassiker. Nee, wir sind relativ ruhig dann. Und ja, aber das ist bei uns schon so, dass, also ich zumindest habe das immer noch so im Kopf, so spielt eine Band nach uns und es gibt halt Umbauzeit und die muss irgendwie eingehalten werden und man geht halt von der Bühne und atmet kurz durch und klatscht halt wirklich ab, aber man hat irgendwie, oder ich zumindest, im Kopf, Alter, wir müssen auch gleich irgendwie abbauen und so. Und also man ist halt so in einem, gehört alles dazu. Ne? Aber das ist das Schöne auf Tour, ne? Das war das Schöne auf Tour, wenn man dann so eine Headline-Show spielt, mal nicht den Gedanken zu haben, wir müssen gleich für jemanden abbauen, sondern das blieb da noch stundenlang stehen und man kann zum Merch gehen, man kann mit Leuten sprechen, man kann ja, man kann mit denen irgendwie Bier trinken und eigentlich verabreden, ist ein bisschen entspannter. Wir verabreden uns immer
mit den Leuten, ne? Damit wir noch ein Bierchen trinken dann genau. Zusammen alle, ne? Genau. Weil das ist immer spannend auch so mit na klar. Mit in einer anderen Stadt zum Beispiel zu sein, also heute ja nicht, aber so grundsätzlich und dann mit Leuten einfach ein Bier trinken und so. Einen Schnaps. Also du meinst jetzt so Fans? Ja. Okay. Ja, mit Fans und Freunden. Ja, wir verabreden uns immer so zum Bier trinken. Ja, also wir sind sowieso am Bier trinken an der Bar und wer dann dazu kommt, ist herzlich eingeladen. Wir freuen uns immer über Leute. Okay, dann habe ich jetzt noch einen kleinen Oder-Quickie, das geht ganz schnell. Superman oder Batman? Oh, Batman, auf jeden Fall Batman. Möchte jemand was anderes sagen? Wäre auch eher der Batman-Typ auf jeden Fall, obwohl ich ein großer Spider-Man-Typ bin. Ich hab's mir fast gedacht, dass es irgendjemand sagt. Aber eher Batman als Superman. Malte würde jetzt auf jeden Fall was sagen, weil er ist riesen Comic-Fan, aber ich bin überhaupt kein Comic-Fan. Ich habe auch keine Ahnung. Malte ist leider nicht da. Ich würde Superman sagen. Einfach so. Ja, viel geiler. Okay. Christina oder Britney? Britney! Britney Spears, auf jeden Fall. Sie hat einen Breakdown mit 27 und wir auch so ein bisschen, also von daher. Ach, daher der Song 27, oder? Genau, ja. Ja, genau. Ihr seid auch für Britney? Britney. Okay, Britney. Land oder Stadt? Ah, schwierig. Oh. Ich zum Beispiel bin vor 3 Jahren in die Stadt gezogen irgendwie und liebe es auch hier, aber genauso liebe ich Land und irgendwie ist es, glaube ich, das Beste. Oder es ist sehr spannend, einfach beide Seiten kennenzulernen. Also, bis man seinen Weg gefunden hat und sich dann entscheidet, Land oder Stadt. Okay. Die Balance ist dazwischen. Die Balance ist dazwischen. Leggings oder Jeans? Leggings oder Jeans? Ganz klar. Ganz klar, Leggings. Jeans tragen wir nicht mehr, sondern Leggings. Ja. Okay. Ja, von mir wär's das. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ja, viel Spaß auf der Hochzeit. Ich schicke mal, ich muss jetzt gleich los. Ich fahre jetzt in der U-Bahn nach Langhorn. Ins Lali. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und sage tschüss. Tschüssi. Ciao. Ins Lali, ey. Ins Ali. Ali. Ab ins Ali. Das war das Interview mit Kehle und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Like da, folgt uns bei Instagram und bei Facebook und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, eure Jasmin.